Hallo, ja, ich mache heute diese Frisur mit euch. Sie ist ein bisschen wandelbar. Dieses schöne Schmuckstück muss nicht unbedingt sein. Das erkläre ich euch am Ende des Videos, wenn wir die Frisur gemacht haben. Und wenn ihr Interesse habt zu sehen, wie ich diese Frisur gemacht habe, dann bleibt dran. Ich habe das jetzt abgeteilt und ihr habt das hier im Schnelldurchlauf gesehen. Es sollte so circa, ja, ungefähr gleich sein. Also dass man ungefähr auf jeder Seite überall ungefähr gleich viel Haar halt runterhängen hat. So. Also ganz perfekt muss es nicht sein, aber es sollte so ungefähr gleich sein. Und diesen Zopf, den ziehen wir dann jetzt ganz, ganz stramm. Also ich ziehe den mal so. Und verteilen den so bisschen gleichmäßig links und rechts und gucken, dass er auch ein bisschen gerade sitzt, also dass er halt ungefähr gerade am Kopf sitzt, dass er nicht so weit nach links oder nach rechts steht. Ungefähr so. Und dass es hier vorne auch nicht ganz 100% ordentlich ist, ist auch nicht schlimm. Ja, wir fangen dann jetzt an zu flechten und wir nehmen uns hier eine Partie, circa so groß. Und die teilen wir in zwei auf. So. Sollte alles ungefähr gleich lang sein, gleich dick sein. Und wir haben jetzt hier von dieser Zopf nehmen wir uns ein. Und dann fangen wir an zu flechten. Ich lege oben drüber. Und das mache ich die ganze Zeit so. Ich lege immer die äußere Strähne über die mittlere und jetzt nehme ich hier ein Stückchen dazu und lege es oben drüber. Und auch hier nehme ich ein Stückchen zu. Und es ist wirklich wichtig, dass diese Haare gut durchgekämmt sind, weil sonst funktioniert das schlecht. Und auch gucken, dass sie hier oben dann einigermaßen glatt sind, also wenn man sich die hier rüber gezogen hat, dass sie hier ungefähr glatt liegen. Wenn man es ganz glatt haben möchte, dann nochmal mit dem Kamm durchgehen. Und sonst halt drauf, bisschen drauf achten. Aber einige lieben ja auch diesen Messy-Look und dann natürlich nicht gut durchkämmen, sondern so verwuschelt lassen. Ab und zu ist dieser Messy-Look ja auch ganz nett, aber meistens tragen die Leute ihn ja doch eher nicht. Es steht einfach den meisten Frauen irgendwie nicht. An einigen sieht das so gut aus, auch hier auf YouTube, wo ich denke, wow, es sieht so gut aus und dann will ich mir das auch machen, dann mache ich mir das und dann denke ich, nee, irgendwie ist das nicht meins. Und immer darauf achten, dass man die Strähnen nicht durcheinander bringt. Und man kann die Strähnen auch immer noch mal mit den Händen so ein bisschen durchkämmen. Ja, und immer ungefähr gleich große Strähnchen nehmen.
Hier kann man jetzt die Strähne rauslassen, wenn man es möchte. Ich möchte das weniger, deswegen nehme ich sie gleich rein. Man kann natürlich überall ein bisschen Strähnchen raushängen lassen, wenn man das mag. Also man hätte auch hier vorne schon anfangen können. Oder wenn man einen Pony hat, dass man den Pony nicht mit reinflechtet. Zum Thema Flechten verlinke ich euch nochmal den Grundkurs Flechten, den ich gemacht habe. Da erkläre ich das ganz genau nochmal, wenn ihr jetzt nicht mitkommt. Und jetzt kommt so eine kleine Schwierigkeit. Wir müssen die Hand wechseln, also wir müssen am Hinterkopf weiter flechten. Und dafür, wenn wir die Hände jetzt so haben, dann greifen wir hier mit dem Zeigefinger und Mittelfinger eine Strähne, Mittelfinger und Ringfinger und Kleinfinger und Ringfinger. Und wir schmeißen das Haar einmal auf die andere Seite und wechseln dann einfach, so dass wir hinten weiter flechten können. Und ich drehe euch jetzt einmal. Ich habe hier jetzt nichts mehr aus dem Zopf, das habe ich alles mit eingeflochten. Das heißt, jetzt hier oben nehme ich nichts mehr dazu. Lege das einfach hier rüber, weil ich habe da ja nichts mehr. Und nehme die letzte Strähne hier unten. Und flechte den Zopf jetzt einfach ganz normal wie einen geflochtenen Zopf fertig und gehe aber, halte die Hände das nochmal fest und kämme es nochmal so ein bisschen durch. Jetzt ist das geschlossen und nun ziehe ich die Haare so ein bisschen hier auseinander. Man kann ja jetzt verschiedene Sachen damit machen. Was ich ganz gerne mache ist, ich ziehe hier einfach so die Laschen sozusagen des Geflochtenen so ein bisschen auf. Auf der einen Seite nur. Und drehe ihn dann ein, den Zopf, so.
drehen wir so fest. Ich befestige ihn mit so offenen Haarnadeln. Dann. Und hier diese Stelle sieht diese Stelle sieht hier immer ein bisschen doof aus. Deswegen verstecken wir die. Wir schieben die hier einfach so hinein. Und befestigen die dann mit einer Haarnadel, wenn wir damit zufrieden sind, wie wir sie so reingesteckt haben. Und wir ziehen das hier nochmal so ein bisschen auseinander. Und ich nehme jetzt diese beiden Enden hier, so, damit man nicht das Gummiband nachher sieht. Die nehme ich mir einfach so. Und nehme mir so eine Haarnadel. Und schließe es damit sozusagen ab. Also, so, jetzt sieht man das Gummiband nicht mehr. Hier ist noch eine Strähne, die so ein bisschen hochguckt. Dann nehmen wir uns einfach noch eine Haarnadel. Und festlegen das. Und alles, was halt jetzt noch rausguckt, das machen wir halt alles mit Haarnadeln zusammen oder verstecken wir. Diese Haarnadel sieht man ein bisschen doll. Wenn man Haarnadel zu doll sieht nach einem Geschmack, also nach einem Geschmack so, einige stört das ja nicht, wenn man sie sieht, dann einfach nochmal rausholen und nochmal neu reinstecken. So. Hier vorne ziehe ich die Haare jetzt noch so ein Stückchen raus. Ein bisschen. Das ist einfach so ein bisschen Fülle gibt. Also man darf es nicht übertreiben, weil wenn man vorne ein bisschen kurze Haare hat, also kürzere Haare hat, nicht, dass man dann die Frisur kaputt macht damit. Und ja, was ich jetzt gerne noch mache, ist mir ein bisschen ja, Schmuck sozusagen reinmachen, und zwar genau hier in diesem Bereich, weil es einfach dann schöner aussieht. Und ja, man kann es natürlich auch so lassen, aber ich mache jetzt noch ein bisschen Schmuck rein. Ja, wie ihr jetzt erkennen könnt, habe ich mir jetzt ein bisschen Schmuck reingemacht, wie ich es persönlich tragen würde. Ich habe hier so welche Haarnadeln zum Reindrehen genommen. Man kann auch welche zum Reinstecken, also so welche wie diese normalen Haarnadeln, nur mit halt ein bisschen Schmuck obendrauf. Finde ich hier ein bisschen unpassend, weil man sie schwer reinbekommt und sie pieksten auch oft. Also ich finde, ich bin wirklich sehr, sehr angetan von diesen Sachen, die man reindrehen kann. Die kann man halt an jeder Position reindrehen, wie man möchte. Ich habe sie jetzt hier reingedreht. Und die halten auch wirklich eigentlich die ganze Nacht. Also bis jetzt ist bei mir noch nie etwas rausgefallen. Ich hatte die auch, also ich hatte so welche drin auf der Hochzeit. Und ich habe, als ich geheiratet habe, habe ich wirklich auch richtig viel getanzt. Und die haben gehalten. Ohne Probleme, alle haben gehalten. Das war super gut. Also ich kann diese Sachen nur empfehlen, und inzwischen bekommt man die auch sogar schon bei Putney, diese Reihendrehsachen. Ja, wenn man natürlich, sagen wir mal, richtig auffallen möchte, dann kann man sowas hier benutzen. Das ist einfach so eine ja, große Haarspange, die man früher immer für diese Halbzöpfe benutzt hat. Und zwar, man bringt die dann einfach irgendwo hier an. Also so in etwa. Aber das ist dann schon richtig, ja, bang. Wir können das einmal machen. Also am besten zieht man sich dann hier ein Stückchen von diesen Strähnen, nimmt man, zieht man ein Stückchen hoch, dass man das hier durchschieben kann. Und festigt das dann so.
ist natürlich schon etwas krass und gewagter, aber wenn man zum Beispiel irgendwie zum Abendball geht, also wenn man wirklich festlich weggeht, dann kann man das schon machen. Es kann natürlich auch etwas kleineres sein. Ich habe jetzt die genommen, das war die erste, die lag, und ich finde, das passt eigentlich auch ganz gut, weil das macht so ein bisschen Symmetrie auf dem Kopf. Hier ist sowas Schiefes, hier ist was Schiefes. Und ja, also diese kleinen Steinchen müssen es dann nicht unbedingt noch sein. Ja, aber das ist die Frisur und ich zeige sie euch nochmal von hinten hinaus. Es ist ja im Prinzip fast wie ein Kranz, aber halt nicht ganz. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr versucht, die Frisur nachzumachen. Oder ihr schreibt mir in die Kommentare, wie euch die Frisur gefällt. Und wenn das erste Video war von mir, dann schaut doch mal auf meinem Kanal vorbei. Ich habe viele Flechtfrisuren gemacht und auch andere Frisuren, aber Flechtfrisuren sind so mein, ja, irgendwie meins. Ich weiß nicht, ich habe es irgendwie mit den Flechtfrisuren. Und ja, wenn es euch gefällt, dann abonniert mich doch oder gebt mir einen Daumen hoch oder schreibt mir, wie gesagt, einen Kommentar in die Kommentarbox da unten. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!